Das ist Haribald. Immer läuft er weg. Und wer kann ihn holen? Ich. Das ist Haribald. Immer läuft er weg. Und wer kann ihn holen? Ich. Das ist Haribald. Immer läuft er weg. Und wer kann ihn holen? Ich. Das ist Haribald. Immer läuft er weg. Und wer kann ihn holen? Ich nicht. Irgendwann war er mal wieder weggelaufen und ich hatte einfach keine Lust, ihn schon wieder zu holen. Ich hatte es satt. Am nächsten Tag kaufte ich eine Kette. Naja, hätten Sie nicht wenigstens auch mal die Gedanken gehegt? Die Tragödie passierte dann am Abend, als er sie durch Zufall entdeckte. Dann sein völlig entsetztes Gesicht. Ich machte mir Vorwürfe, wie ich die Kette nur hatte kaufen können. Schnell nahm ich sie und warf sie weg. Die nächsten Tage konnten wir nicht miteinander sprechen, bis ich ihn wiederholte. Haribald blieb. Am Anfang lief er noch ein paar Mal weg, aber dann blieb er. So fasste er mir das Vertrauen, dass er blieb. Manchmal vermisste ich es sogar, ihn zu suchen. Oder es war ungewohnt, dass er da war und ich nicht mehr alleine. Haribald blieb und es war wunderbar. Doch mit der Zeit veränderte er sich dahin, dass er blieb und blieb und blieb. Er wollte einfach gar nicht mehr weggehen. Er blieb einfach. So veränderte er sich von Haribald zu Henriette. Henriette Klette, die überall dabei sein wollte. Die mit mir einkaufen ging. Die mit mir kochte. Die mit mir auf dem Sofa sitzen wollte. Sie weinte, wenn ich ging. Und wollte nicht allein sein. Sie hatte Angst, auszulaufen. Sie wollte immer bei mir sein. Oft fragte ich mich, wo ist Haribald geblieben? Er war unauffindbar. Henriette war da, immer da. Dann hielt ich es nicht mehr aus. Ich sagte ihr, sie soll gehen, sich woanders auffüllen. Und wenn es nur für ein paar Stunden oder eine Stunde wäre. Doch sie blieb. Sie konnte nicht weggehen. Eines Abends kam ich nicht nach Hause. Ich musste mal raus. Ich wusste, sie sucht mich. Doch ich wollte nicht gefunden werden.
Spät nachts kam ich wieder. Da lag sie tränendurchnässt, ganz ausgelaufen in ihrem Bett. Sie hatte mich überall gesucht, alle Krankenhäuser abtelefoniert, die Polizei benachrichtigt. Wo bist du denn gewesen? Schrie sie mich an. Wo ich war. Jedenfalls nicht bei ihr. Endlich mal bei mir. Sie weinte und weinte, sah nur ihr verlassen werden und konnte mich nicht verstehen. Es fiel mir schwer. Ich kam immer öfter abends nicht nach Haus und fand sie heulend im Bett. Eines Abends kam ich nach Hause und Henriette war nicht da. Entsetzt rannte ich los, sie zu suchen. Doch ich fand sie nicht. Sie wollte nicht gefunden werden. Spät nachts kam ich erschöpft verzweifelt wieder. Da lag sie in ihrem Bett und schlief. Ich schrie sie an. Wo bist du gewesen? Schnell wach, antwortete sie. Ich war halt weg, so wie du auch immer weg warst. Seitdem wartete Henriette nicht mehr, wie sie immer auf mich gewartet hatte. Sie wurde zu Harriet. Harriet, die geht, die kommt, die da ist. Harriet, die manchmal ein Stück wegläuft wie Harrybald, aber schnell gefunden ist. Harriet, die manchmal Henriette Klette ist, die nie wieder von mir weg will und die ich liebevoll in den Arm nehme und beruhige. Harriet, die mich sucht und findet, die mich wärmt, wenn ich es brauche. Und Harriet, die Harriet ist.